Okay, ihr habt gesehen, ich habe das jetzt mal hier in die Ecke getan und es hat sich was getan. Ich habe auch schon zwischendurch kontrolliert, ob das andere so bleibt und das bleibt auch so. Deswegen schiebe ich das jetzt einfach mal noch auf die andere Seite und heiße euch natürlich auch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lara at the Movies. Und mir fällt gerade ein, ich muss noch den Countdown stellen, weil ich einfach so mittendrin jetzt angefangen habe. Muss jetzt aber gerade noch ein bisschen warten. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ob es da nicht auch schon andere Möglichkeiten gab, wo ich das hätte machen können. Wäre natürlich gut zu wissen, ne? So, jetzt erst nochmal hin und her. Jetzt bin ich noch gespannt. Also es sah, das was ihr jetzt gesehen habt, halt sah halt sehr danach aus, als wäre das wieder so ein Labyrinthsystem, wie jetzt hier schon generell der Fall war. Da bin ich mal gespannt, wo das ist. Nein, eins zu weit, eins zu weit, eins zu weit. Lara, zieh nochmal eins zurück, derweil kann ich den Countdown stellen. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Und gestellt. So, noch einmal drumherum. Und ja. Ich bin froh, dass ich echt selber drauf gekommen bin. Sonst hätte ich nachgucken müssen, weil ich immer noch zu sehr verwirrt war wegen dem Torschlüssel, den wir bekommen haben, wo wir das geöffnet haben, hochgeklettert sind. Da war ja einfach nichts, ne, mit was wir jetzt noch machen konnten. War dann mehr als froh, dass ich dass ich das Fenster von alleine noch gefunden hatte. Und dass ich hier jetzt doch noch geschnallt habe, was die von einem wollen. Na gut. Im Endeffekt habe ich es ja nur stumpfsinnig ausprobiert, ne? Bringt einen oftmals weiter. Ah! Das Tor, was ich aufschießen wollte, ist jetzt auch frei. Okay. Gut. Das ist mein einziger Gedanke. War das vielleicht irgendwo auch nochmal der Fall? Naja, wir sind ja bis hierhin durchgekommen, also wird das nicht so dramatisch gewesen sein. Falls da wirklich noch was gewesen ist. Auf dem Weg. Bin so froh, dass die nicht hier hoch können. So froh bin ich darüber. Kommen noch welche? Nein? Gut, dann ist es mir ein Speichern wert. Ja, hier ist noch ein Teil, das muss noch gesenkt werden, denke ich mal. Ach, hier ist das Teil, was sich gesenkt hat. Dann kommt man dorthin. Ich will mich aber noch ein bisschen umsehen. Hier ist auch noch mal so ein Teil und dann ist hier der Eingang. Okay, gut. Es ist also wirklich dafür, dass ich hier hinkomme. Wo immer das auch ist. Nein, ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich. Ach, da liegt was. Ach, das brauche ich bestimmt für dieses Tor. Also, wo ich gesagt habe, ja, da kann man was einsetzen und so weiter. Das sieht mir aus wie so eine Sicherung oder irgendwie sowas. Ja, gelbe Sicherung. So, jetzt muss ich noch gucken, wie ich nochmal hier rauskomme. Auf welcher Seite? Nein. Auch nicht. Aber hier glaube ich, ne? Ja, hier komme ich raus. Ich muss nur noch einen Schritt nach vorne. Gut. Dann nur noch durch den Gang, da kriege ich dann die andere Sicherung. Und dann habe ich das schon mal. Fragt sich jetzt nur noch, wo ich den Schlüssel herbekomme, ne? Den ich oben brauche. Aber gut, vielleicht öffnet sich dann ja auch einfach nur diese Tore, die dahinter sind. Und das bringt mich vielleicht dann auch schon zum Schlüssel. Das kann natürlich auch sein. Und ich denke mir mal, der Gang wird mich zu der anderen Kiste führen, wo, was ich schon hinter so einem Gitter gesehen hatte. Und der wird dann die Dings sein.
ist das ein langer Weg. Ich trau dem Weg nicht, ne? Mal wieder. Wann traue ich mal Wegen? Na, als, was sollte hier jetzt beim Kriechen großartig passieren, ha? Huh? Eine Kugel kann nicht von der Decke fallen und mich überrollen. Es könnten Skarabäen kommen, ja. Das wäre möglich. Aber das wären dann halt keine richtigen Skarabäen, sondern wahrscheinlich irgendwelche Kakerlaken, die mich anknabbern wollen. Ach, das ist eine blau... Nein, das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas anderes. Was ist das denn jetzt? Die gelbe und blauer Edelstein. Hm, schön. Dann vielleicht brauche ich ja beides, um eines dieser Tore zu öffnen. Oh Mann, ich hoffe, es ist auch egal welches. Ich kann mich hier zwar nochmal umsehen, ob ich irgendwo Fenster zerschießen kann. Jetzt weiß ich ja so in etwa, worauf ich immer achten muss. Über Zäune, die man, also Zäune, über die ich springen kann. Fenster zerschießen. War ja bis jetzt alles noch nicht so. Aber finde ich gut. Es wechselt das dann so ab, dann ist nicht jeder Film identisch. Na, sollte sowieso nicht, weil die ja unterschiedliche Themen haben, aber ich meine so von der Art und Weise her. So, dann gucken wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Also hier schon mal nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Müsste doch eigentlich schon längst funktionieren, wenn es geht, oder? Nein, ja auch nicht. Schön, ich habe eine Sicherung. Eine gelbe, wohl bemerkt. Einen blauen Edelstein und absolut keine Ahnung, wofür die sind. So, hier komme ich auch nicht weiter. Okay, bei den anderen, ich habe mich da jetzt nochmal umgesehen, war aber nichts weiter. Jetzt ist mir aber hier noch was aufgefallen. Und zwar habe ich ja schon diesen Sprung gemacht gehabt mit den 180 Grad. Also auf einer Linie heißt das, ne? Und jetzt sehe ich, dass da auch nochmal so ein Loch in dem Gitter mäßig drin ist. Also versuche ich da jetzt mal hinzukommen, weil ich habe sonst absolut keinen blassen Dunst, wie ich hier sonst weiterkomme. Und ich möchte halt ungern jetzt eigentlich eine Lösung gucken. Weil das so bis jetzt ganz gut geklappt hat. Alles. Oh, verdammt. Ja, die Kamera, die war doof. Die Kamera ist so auch nicht besser. Verdammt. Oh mein Gott, das hätte beinahe funktioniert. Aber es scheint wirklich auf die Weise zu funktionieren, ne? Nein. Nein. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Und scheinbar ist ja auch sonst gar kein Weg hinein. Weil die kann ich, glaube ich, nicht zerschießen, ne? Nee. Sieht nicht danach aus. Oh, Mann. Hätte ich das doch vorhin mal besser gesehen. Als ich hier schon so gesprungen bin. Was hat das jetzt bewirkt? Das hier irgendwo... Oh, das hat das Tor geöffnet. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo man dorthin kommt. Und von hier aus... Kann ich da jetzt einfach so weiter? Geht das? Nein. Also das schon mal nicht, aber es könnte vielleicht funktionieren. Ja, das hat funktioniert. Oh, solche Sprünge sind richtig gemein. Aber wenigstens komme ich jetzt mal so auf die andere Seite. Das ist ja schon mal sehr viel wert.
So, hier sieht mir so nach einer hässlichen Sprungpassage aus und da unten ist ein Jeep im Wasser. Oh, so herrlich. Ein Jeep, der ertrunken ist. Das Schönste, das es gibt. So, ich habe ja eh oben gespeichert. Oh, da sieht mir, dass die Kisten sehen aus, als würden sie irgendwas verbergen. Das ist auf jeden Fall ein Hebel. Ja, doch. Ah, Revolver. Ich habe einen Revolver gefunden. Weil davon abgesehen, dass ich den Revolver ja sowieso schon längst gefunden habe. Solange wir hier auch kein Zielfernrohr finden, bin ich dann noch beruhigt. Weil sobald wir hier ein Zielrohr finden, muss ich auch noch darauf achten, dass ich Dinge finde. Also, wo ich halt draufschießen kann, ne? Draufziehen, draufschießen und sowas. Aber ich komme jetzt hier hoch nur über diese Rutschsprungpartie, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Muss ich. Ach so. Das ist ja so zum Hochheben. Hochlaufen meine ich. Zum Hochheben? Zum mich hochheben, ja. Nein. Kann ich das kaputt schießen? Warte. Ja, kann ich tatsächlich. Da liegt wirklich noch. Oh nein. Ist das ein Zielfernrohr? Nein. Nein. Nicht speichern. Laden, bitte. Habe ich nicht eben noch gesagt, solange wir ein Zielrohr nicht finden, bin ich beruhigt. Also die Kombination aus Revolver und Zielrohr. Yay. Und ich glaube, da liegt jetzt wirklich eins. Doppel-Yay. Ja, das ist wirklich eins. Och, nö. Ich will nicht auf irgendwas schießen müssen. So, dann habe ich das schon mal. Jetzt frage ich mich aber auch. Wow, ich habe es ja drauf geschafft. Wozu das da ist? Dieser Block. Nee. Kann ich leider nichts rausziehen oder sonstiges. Außer, dass ich vielleicht von hier aus an diesen Block da kommen könnte. Muss man mal testen? Nein, natürlich nicht. Nö, dann sehe ich eigentlich gar keinen Sinn darin, diesen Block hier zu benutzen. Oh, guck mal, da unten liegt ja auch noch was. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass beim Jeep vielleicht auch noch was liegen könnte, weil das so auffällig ist. Hab aber nicht mehr dran gedacht, auch zu gucken. Und jetzt habe ich es zufälligerweise gesehen. Wieder eine Fuse. Zum Glück habe ich noch mal zufälligerweise nach unten gesehen. Das wäre sonst doof gewesen. Sonst hätte ich die zweite Sicherung gesucht und mich dumm und dusselig danach gesucht, sagen wir es mal so. So und sonst? Irgendeine Bedeutung muss doch dieser Block da haben. Ich muss noch mal speichern, sorry, aber ich möchte nicht nochmal nach der Fuse tauchen. Weil von hier aus und selbst von dort, da komme ich ja nirgendwo hin. Komisch, komisch, komisch. Nee. Naja. Ich werde jetzt aber erstmal hier einen Schnitt setzen. Ich brauche auf jeden Fall eine Pause. Bin jedenfalls froh, dass ich die Fuse gefunden habe. Und, ach, da oben ist auch nochmal ein Hebel drin, ne? Oh Mann. Auf jeden Fall muss ich da durchfahren mit dem Motorrad. So viel ist schon mal klar.
So viel ist auf jeden Fall ganz schön klar. Und irgendwie muss ich von hier oben irgendwie mal so raufspringen, ne? Zum Hebel zu gelangen. Naja, wie gesagt, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.